So, und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Mal. Willkommen zurück bei Plague Tale. Weiter geht's. Wir haben schon unseren zweiten Casualty. Ab jetzt fällt dir das Töten nicht mehr schwer. Sind wir eine Kriegsmaid. Du hast ihn getötet. Hab ich, um uns zu beschützen. Bro. I had to do this. Ich wollte gerade sagen, warum kletterte nicht jemand über die Mauer da? Sind wir da auch hingekommen so? Jetzt sind wir richtige Outlaws. Kapitel 3. Vergeltung. Oh, ich habe gestern was gesehen, ey. Das muss ich woanders erzählen. Ich komme. I'm coming home. Coming home. Ups, wie sieht's denn hier aus? Schöne Kathedrale, Digga. Ist doch eine, oder? Ich würde schon sagen. Hat schon Kathedralengröße. Das ist nicht mehr die 0815-Kirche. Wow. Warum sind da Kerzen? Mit den Kerzen zeigt man, dass man an jemanden denkt. Oh, darf ich eine anzünden? Na klar. Wenn du willst. Aber verbrenn dich nicht. Danke. Boah, der kleine Junge hat's so schwer gerade, ne? Mutter und Vater tot. Für Mama und Papa. Bitte wache über sie. Herzzerreißend. Gott. Das wird noch ein schweres Spiel wahrscheinlich. Hier hört sich alles so komisch an. Das ist das Echo. Hallo! Hugo, hier ist vielleicht jemand. Oh. Heilige Maria. Vergib mir die Sünde, die ich begangen habe. Ich wollte nicht. Amicia, du tust mir weh. Tut mir leid. So, kurz gebeichtet. Jetzt können wir weiter morden. Aha. Da war ein Wasserzeichen dran. Also nicht Wasserzeichen, so wie wir das heute kennen, sondern ein richtiges Wasserzeichen. Okay. Na, wir finden auf jeden Fall noch raus, wie das mit den Kräften funktioniert hier. Was haben wir hier noch? Oh, eine Halskette. Nice. Ein Rosenkranz. Wozu braucht man den? Zum Beten. Kann ich damit mit Mama und Papa reden? Das machen wir zusammen. Verbarrikadiert. Wozu soll das gut sein? Das verhindert, dass hier jemand rein oder rauskommt. Die wurde auf jeden Fall großgezogen wie ein Junge, würde ich sagen. Die kennt sich richtig krass aus und ist halt auch eine Kämpfernatur. Tja. Oh, noch mehr Zeugs, was wir einsammeln können. Ich wollte gerade sagen, sieht so verdächtig aus. Warum haben wir jetzt hier so eine übelste Verschnaufpause, Digga? Wo müssen wir denn jetzt? Ah! Hier, sieh mal! Ein zerbrochenes Fenster und eine Leiter. Vielleicht kommen wir da raus. Gut, dass ich immer so ein bisschen so ein Pilo bin und diese Rätsel nie checke, was ich machen muss. So renne ich wenigstens überall lang und in diesem Spiel wird es endlich mal belohnt. Da bin ich sehr froh drüber. Findet man auch die ein oder andere Sache? Mensch. Komm, hoch mit dir. Das ich hoffe, sie zerbricht nicht wie die vorhin. Das wird sie nicht, Hugo. Vertrau mir. Der 100% Content wird dann wohl drin sein. Kinder, was macht ihr denn hier? Lorenzo? Wir brauchen Hilfe. Geht! Es ist zu gefährlich. Ihr habt hier nichts zu suchen. Wartet, bitte. Es ist wichtig. Wir sollten mit ihm reden. Er wollte doch aber nicht, Amicia. Ist das der, der weiß, wo Laurentius ist? Das muss er sein. Er muss einfach. Oh, sie haben alles zerstört. Was geht hier vor? Vielleicht bauen sie größere Betten? Das bezweifle ich. Guter Joke, mein Junge. Nee, da brauchen wir, glaube ich, nicht rechnen mit. Na, guck mal, ey. Der M-Stars, der findet alles. Alles findet der.
Egal in welchem Loch sich das verbirgt. Ach, die Vorhänge sind wie hart wie Stein. Leider. Reagieren nicht auf den Spieler. So, müssen wir mal Licht korrigieren? Nö, sieht halt gut aus. Ich hoffe, ich habe alle Taschentücher weggeschmissen. Oh. Spaß beiseite. So was machen wir hier nicht. Also Sachen wegschmeißen. Den Geruch kenne ich. Okay. Heilkräuter. Die Mönche müssen sie ins Wasser getan haben, um sich zu reinigen. Mutter hat das auch immer getan. Sieht aber jetzt nicht mehr so sauber aus, muss ich sagen. Das war deren Baderaum. Krass, Alter. Und das ist gerade mal 400 Jahre her oder so, diese Lebensart. Wir haben uns so krass verbessert in der Zeit, Leute. Zentralheizung, Gasheizung. Autos, Junge. Blumen, die sind wunderschön. Das sind Nelken. Ich hatte auch welche in meinem Herbarium. Aber diese hier sind schöner. Hugo, wir müssen weiter. Warte, komm mal her. Was? Die wird dich beschützen und sie sieht schön aus. Oh, na dann. Jetzt können wir gehen. Vielen Dank, Hugo. Schon gut. Tja. Bin ein Romantiker. So. Aber es ist gut, dass man actually so einfach mit den Ressourcen hier versorgt wird und die nicht irgendwie umständlich suchen muss. Was ich trotzdem mache. Das lohnt sich halt auch. Jawohl. Ist halt auch definitiv nicht Open World, ne? Man hat halt keine Möglichkeit, hier nochmal irgendwie abseits des Weges. Also groß geht halt nicht. Wir gucken trotzdem mal in jeder Ecke. Okay, geht nicht. Cutscene. Pater. Pater. Ihr schon wieder. Ihr sollt verschwinden. Nur einen Augenblick, nur. Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Bitte. Jemand muss uns helfen. Wenigstens ihm. Das Wappen von Robert Drun. Wir sind seine Kinder. Wir suchen Laurentius, den Doktor. Kennt ihr ihn? Ja, ich kenne ihn. Und ich weiß, er kümmert sich um eure Familie. Er sprach von dir. Ich bin Pater Thomas. Eure Anwesenheit hier ist kein gutes Zeichen. Die Inquisition. Sie kam und sie... Ich kann es mir denken. Doch hier stehen die Dinge weitaus schlimmer. Ihr müsst fort. Unverzüglich, sonst sterbt ihr. Aber, Pater, die Dorfbewohner wollten uns töten. Sie sind völlig verrückt. Laurentius, nein, ich kann die Kirche nicht verlassen. Aber ein Ausgang durch die Krypta der drei Heiligen. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ich könnte euch den Weg zu Laurentius Hof weisen. Doch dann... Möge Gott euch behüten. Gerade scheint alles ruhig. Kommt! Und bleibt vor allem stets im Lichtschein. Pater, warum wurden Kreuze auf die Türen im Dorf gemalt? Ist es wirklich die Pest? Zuerst... wurden Leute gebissen, immer nachts. Dann breitete sich die Krankheit aus. Zunächst innerhalb der Familien, dann überall. Fieber, Beulen, Menschen starben. Und als wir endlich die Ursache fanden, war es bereits zu spät. Und was ist die Ursache? Wir sind fast da. Bruder Morell sollte hier sein. Nur wir zwei sind noch übrig. Bruder Morell? Okay, wo ist er denn? Wartet hier.
Bruder Morell! Hm, er hat seine eigene Regel gerade gebrochen. Bruder! Er befindet sich nicht mehr im Schein der Fackel. Stimmt was nicht? Pater! What the fuck? Sie haben ihn gefressen, Amicia, sie haben ihn gefressen. Aber wo sind sie hergekommen? Wieso sind das so viele? Gott, steh uns bei. Sie sind überall. Das Licht. Sie haben Angst vor dem Licht. Das ist ein Albtraum. Wir müssen hier raus, Amicia. Ich weiß, los, weiter. What the fuck, Alter? Das ist ein Mönch. Der andere Bruder. Oh. Wir müssen darauf klettern. Ich muss die Fackel ablegen. Nein, bitte! Beruhige dich, da ist eine Halterung. Wir haben immer noch genug Licht. Aber was dann? Wir finden eine Lösung. Komm, ich helfe dir. Ja, gut. Da ist noch eine. Was sollen wir denn jetzt machen? Ach da! Feuer! Wir brauchen Feuer! Das Holz verbrennt schnell! Wir müssen uns beeilen! Weg mit euch! Putz! Geht weg! Beruhige dich, Hugo! Das Licht beschützt uns, verstehst du? Na gut! Bist solche Kackviecher! Das sucht sie also heim! Ratten! Der Priester erwähnte einen Weg nach draußen durch die Krypta. Ja, die drei Statuen! Die Krypta der drei Heiligen, das ist der Ausgang, den der Pater erwähnte. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir brauchen wieder ein paar Stöcker oder so. Pisst euch, ihr Scheißviecher. Wo ist denn hier ein Stock? Ich weiß halt nicht, ob man die ja nicht berühren darf oder halt nur partiell nicht. Ah, guck mal hier. Ich werde dir helfen. Ja. Alter. Irgendwas, was wir anzünden können? Ich kann da nicht durchrennen. Da oben, Amicia. Die sollte ich runterholen. Ah. Wir haben die alle gefressen. Nicht hinsehen. Wir können nichts mehr für sie tun. Das ist furchtbar. Ich weiß. Komm weiter. Definitiv. Kann ich ihn ja jetzt einfach hochschicken? So dunkel da oben. Erx. Okay, die kommen hier nicht hoch. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Jetzt nur wegen den zwei Items hier hoch. Ey, ich bin so ein Gott, Alter. Das wird auf jeden Fall ein 100% Spielstand. Ich gehe zuerst. Mhm. Weil ich einfach immer vom Prinzip aus schon immer den falschen Weg laufe. Einfach so. Weil ich's kann. Nee, warte mal. Das ist nicht der einzige Grund, warum man da hoch kann. Los, kletter hoch. Natürlich. Natürlich.
rechtzeitig. Hier entlang. Komm. Ja. Ratten. Boah, das sind auf jeden Fall eine ganze Menge Ratten. Sie sind zu laut. Viel zu laut. Hugo, beruhige dich. Oh, ihr schafft. Oh. Ex gonna give it to ya. Haben wir noch hier irgendwas anderes? Nö. Kann ich irgendwas craften? Eine Tasche. Gief. Das sollte mir die Sache erleichtern. Mhm. Kann ich mehr Steine schleppen. Beste. Okay, jetzt müssen wir wieder den Kronleuchter abwarten, bis der hier rüber geschwungen ist. Da kommt er. Da geht er. Nein, das riecht nach Bier. Sie müssen es hier gebraut haben. Bier. Bier. Den wollte ich schon immer mal machen. Okay, schön. Wir haben Bier gefunden. Perfekt. Und jetzt so? War das jetzt einfach wieder so ein unnötiger Raum, oder? Scheiß Ratten. Versuchen es mal nochmal hier lang. Nö, nach unten konnte man nicht. Hier oben war auch nichts mehr. Da war nur die Workbank. Ja. Halt. Komplett übersehen. Keine Ratten. Oh nein! Nein! Das Licht! Schnell ins Licht! Ich sehe hier keine Fackeln. Wie? Was sollen wir tun? Wir überlegen uns was. Wir überlegen uns was. Wir erschlagen die Scheißviecher. Das scheint sie abzulenken. Bist du sicher? Noch ein Schinken sollte reichen. Ach, das ist ein Schinken. Komm mit. Brave Ratten. Die sind aber richtig auf T-Virus oder so angelehnt. Da, die drei Heiligen! Nun gut, wir müssen vorsichtig sein. Alter. Hallo? Seh, ihr habt schon auf uns gewartet? Ja. Ein Stock? Ich guck mal über den Tisch. Da lang, dort sind wir in Sicherheit. Auf Jurassic Park angelehnt. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nein. Das werden wir nicht. Halt meine Hand gut fest. Und du? Jetzt wäre irgendwas zum Abschießen? Ich seh nichts. Ach hier. Was können wir denn jetzt machen? Was haben wir denn für eine Option? Hm. Irgendwas. Ich muss mal ein bisschen das Gebiet hier abscannen. Da oben. Aber da kommen wir ja nicht ran. Diese Fackel da. Da ist ein Loch im Gitter. Diese Fackel da? Da ist ein Loch im Gitter. Tu, keine Ahnung. Da stelle ich mich gerade ein bisschen an, wa? Da hätte ja sein können, dass das Ding dann umkippt. Ich brauche mehr Hilfe vom Spiel, also das verstehe ich gerade nicht. Fackel da. Nee.
Ah, ein Schinken. Wenn ich den hochhebe, kommst du dann an die Fackel? Ja. Tu doch. Ach, ich muss wiederholt drücken. Los. Ist das schwer. Hugo, beeil dich. Na los. Nein. Geht's dir gut? Ja. Bleib, wo du bist. Der Boden ist total morsch. Amicia, wie soll ich zurückkommen? Wir finden einen Weg, keine Bange. Solange du die Fackel hast, kann dir nichts passieren. Aber was ist mit dir? Wir bewegen uns gemeinsam. So scheint das Licht durch das Gitter und schützt auch mich. Ah. Bereit? Bereit. Gut, dann los. Langsam. Freunde, cooles Spiel. Geht weiter jetzt, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.